Wir laufen, Herr Nickel. Look, 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 look. So ein wunderschöner Jagd wie heute. Ja, 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 jetzt klang's mir, Herr Wagner. Gehen Sie lieber in Ihr Bett, denn morgen ist auch noch. Ja, mir bleiben Sie so hier, Herr Nickel. Wie kann ich denn in meinem Bett gehen, wenn ich keinen Schlüssel habe? Ja, was wollen Sie denn eigentlich? Also, das ist doch ganz einfach, Herr Nickel. Wenn mein Schlüssel nicht im grünen Baum ist und wenn er nicht im wilden Mann ist, und beim Lindenwirt weiß ich heute nicht, also kann er doch nur in meinem Büro sein. Also, Ihren Hausschlüssel haben Sie wieder einmal vergessen. Ja, dann kommen Sie rein, aber bitte beeilen Sie sich. Ja, ganz schnell. So ein wunderschöner Tag. Ja, da haben Sie einen Schlüssel. So, aber jetzt schauen Sie, dass Sie raufkommen. Sie treten schon allein rauf, gell? Ich hab heute wieder solche Schmerzen in meinem Knie. Komm, bestimmt nie wieder vorher, ja. Herr Nickel. War heute das letzte Mal. So war ich Rudolf Ephraim Alexander. Ja, jetzt gehen schon. Ja, Rudolf, ich bin am Ende so ein Tag so. Jetzt bleiben Sie das so. So eine Überraschung. Ich hab gar nicht gewusst, dass mein kleiner Dicker reparaturbedürftig ist. Aber Erwin, was machen Sie denn da? Bin ich so betrunken oder soll das wirklich ein Einbruch sein? Nicht schießen! Ah! Hallo, hier Nickel. Ja, Sie müssen sofort jemanden in die Maschinenfabrik Großkurt schicken. Weininger. Um mich, Frischl. Hab ich jetzt was Schönes träumt von einem kleinen Vogel. Jetzt bist es du. Langsam, langsam, ich schlafe ja noch, Albert. Hä? Muss das sein? Hören Sie Steiner? Nicht erreichbar. Ausgeschlossen. Fahr nur du dabei voraus. Ja. Ich muss mir noch einen Kaffee machen. So. Oh, diese Einbrecher. Immer mitten in der Nacht. Können Sie uns den Mann nicht wenigstens beschreiben? Mei, was soll ich da sagen? Es war ja so finster und auf die Entfernung. Aber dass es bloß einer war, das kann ich beschwören. Das ist immerhin etwas, aber das haben Sie doch schon gesagt. Ja. Na, Fröschl, wie steht's? Nicht schlecht, Herr Inspektor. Wir wissen so ziemlich Mach's alles. Kurz. Ich bin ja so miert. Wie ist er denn überhaupt reinkommen? Schon geklärt. Da durchs Fenster. Ah. Da hinten geht nämlich ein Blitzableiter vorbei. Vielen Dank, wer das gedacht haben, dann bin ich halt so frei. Und dann ist er in den Keller und hat sich den Schweißbrenner geholt. Also zwei Stunden hat er mindestens gebraucht, bis er da durch war. Und niemand hat was gemerkt. Entschuldigen Sie, Herr Inspektor, wie soll ich denn was merken, wenn ich in meinem Bett liege und... Hören Sie auf!
Erinnern Sie mich bloß nicht an mein Bett. Was ist mit dem Buchhalter? Schon im Krankenhaus. Da könnte uns noch einiges erzählen, meine ich. Nur leider schaut es nicht danach aus, dass der am Mund noch mehr aufmachen wird. Schade, sehr schade. Aber wahrscheinlich ist das der Zweck der Sache, dass er uns nichts mehr erzählen kann. Was gibt's? Habt ihr was gefunden? Das ist alles. Ein Armband. Wo haben Sie denn das her? Aus dem Hof und dem Blitzableiter. Ah, interessant. Ob das jemand verloren hat? Was meinst du, Fröschl? Ist doch reines Silber. Das schmeißt man doch nicht einfach weg. Ach, sag das nicht, Fröschl. Es gibt komische Leute. Jedenfalls reißt das nicht so leicht. Tja, ich glaube, mehr ist da nicht zum Holen. Also gute Nacht, Bernd. Moment, Herr Wanninger. Der Großkurt, der Besitzer von der Fabrik, ist nicht daheim und seine Frau weiß auch nicht, wo er ist. Was soll ich da machen? Vielleicht gibt's da Suchmeldung auf. Oder auch nicht. Ist mir wurscht. Also, Herr Wanninger, ich habe den Eindruck, Sie nehmen den Fall nicht ernst. Fröschl, das täuscht. Erstens ist es schon reichlich spät und außerdem ist das mein 685. Einbruch. Da regt einer sowas nicht mehr so auf. Gute Nacht. Ja, gut. Machen Sie ihm den Vorschlag. Ich habe nichts dagegen. Annehmen wird er allerdings nicht. Das kann ich Ihnen gleich sagen. Mhm. Ja, Wanninger, kommst doch mal auf den Sprung rüber. Ja, danke. Außerdem wird er schon wissen, was er dem Fröschl überlassen kann und was nicht. Da kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, was man nicht selber tut, das ist so gut wie nicht getan. Ja, Herr Renn. Guten Morgen, meine Herren. Ja, guten Morgen, Wanninger. Ja, habe ich eine Nacht hinter mir. Ja, ja, ich weiß, der Einbruch in der Firma Großkurt. Mhm. Es tut mir leid, Wanninger, dass ausgerechnet Sie mit diesem unangenehmen Fall belästigt worden sind. Sehr unangenehm, Herr Direktor. Mitten in der Nacht. Deswegen möchte Ihnen auch der Herr Steiner einen Vorschlag machen. Einen Vorschlag? Nehmen Sie doch Platz, Wanninger. Danke. Sehen Sie, Kollege Wanninger, Sie wollen doch morgen in Urlaub fahren. Ja, nach Italien. Venedig, Bologna und so. Man müsste heutzutage so viel gesehen haben, damit einen die Leute für den Ochsen halten, gell, Herr Steiner? Da haben Sie doch sicher eine Menge Vorbereitungen zu treffen für Ihre Reise. Ja, natürlich. Mein Koffer muss ich noch packen. Wo der Bus abfährt, muss ich fragen. Na, und ausgeschlafen habe ich auch noch nicht. Eben, Herr Wanninger. Und darum wollte ich Sie fragen, ob Ihnen nicht geholfen wäre, wenn Sie den Fall Großkurt vom Halse hätten. Der Herr Steiner hat sich bereit erklärt, Ihnen mit Rücksicht auf Ihren Urlaub den Fall abzunehmen. So ist es. Oh, das wäre sehr liebenswürdig von Ihnen, Herr Steiner. Ich bin ja ganz gerührt. Oh, lieber Wanninger, ist nicht der Rede wert. Doch, doch. Ich weiß Ihr freundschaftliches Angebot zu schätzen. Nur annehmen kann ich es leider nicht. Ja, aber wieso denn nicht, Wanninger? Ja, mein Urlaub beginnt doch erst morgen. Was soll ich denn mit dem ganzen freien Tag anfangen? Mitra? Ja, ein Gespräch für Sie, Wanninger. Ach ja, die Klinik. Ja, geh, bitteschön, legen Sie es doch auf mein Apparat. Dankeschön. Da hätte ich jetzt fast dran vergessen. Und ich kann morgen nochmals den ganzen Fall von vorne aufrollen. Ein ganzer Tag verloren. Keine Angst, Herr Steiner, der fährt nicht nach Italien, solange sein Fall nicht gelöst ist. Sonst wäre er ja schon vor 40 Jahren nach Italien gefahren. Ja, und wie gesagt, also keinerlei Auskunft über ihn geben. Ganz egal, wer nach ihm fragt. Na, und die Schwester soll sich bitte notieren, wer anruft. Ja, schön. Vielen Dank, Herr Doktor. Auf Wiederhören. Ja, wie geht's dem Herrn Wagner? Schlecht, Fröschl. Sehr schlecht. Man kann fast sagen, wir suchen einen Mörder. Und du? Hast du noch was Neues erfahren in der Firma? Und ob? Ein Hilfsarbeiter ist heute früh nicht zur Arbeit erschienen, ohne Entschuldigung. Und die ganze Nacht war er nicht daheim. Barlik heißt er. Hast du schon in der Kartei nachgeschaut? Natürlich, Herr Wanninger. Vorbestraft wegen Diebstahl und Landstreicherei. Ich hab gleich die Fahndung nach ihm eingeleitet. Ist doch recht. Ja, ja. Wenn ihm jetzt auch noch das Armkettel gehört, hä? Ist der Direktor Großkurt wieder auftaucht. Ja, der ist gerade in der Firma eingetroffen. Der war in Sonthofen zu Besuch bei seinem Onkel. Ich habe Sie übrigens für 11 Uhr bei ihm angemeldet. Jesus, ich muss ja noch aufs Reisebüro. Sag einmal, von wem weiß man eigentlich, dass der Barlik heute Nacht nicht daheim war? Vom Schulz. Das ist ein Arbeitskollege von ihm. So. Bei dem wohnt er nämlich zurzeit. Gut, Fröschl. Jetzt hätte ich nur noch eine Bitte. Fühl doch einmal dem Onkel von dem Großkurt ein bisschen auf den Zahn. Da ist er aufgekraxelt, Herr Direktor. Da wären Sie ein bisschen schneller gelaufen, dann hätten Sie den Täter noch erwischt und das Geld wäre noch da. Aber hören Sie, Herr Direktor, der Kerl hätte mich doch genauso über den Haufen geschossen wie den Herrn Wagner. Ja, ja, schon gut, Herr Nickel. Und dort hinten haben Sie ihn laufen sehen? Ja, gerade wie er um die Montagehalle verschwunden ist. Was will denn der hier? Das ist der Herr Inspektor. Sagen Sie, Herr Nickel, wo treibt sich denn euer Chef rum?
Das ganze Gelände habe ich abgesucht nach Ihnen. Darf ich vorstellen, Herr Direktor Großkurt, Herr Inspektor Wanninger. Grüß Gott, freut mich, dass ich Sie endlich finde. Ich hätte nämlich ein paar Fragen an Sie. Sie haben mich eine Stunde warten lassen. Aber bitte, bitte fragen Sie. 120.000 Mark waren in Ihrem Tresor. Ja. Aber Sie sind doch sicher ausreichend versichert. Na, selbstverständlich. Na, was ringen Sie denn dann auf? Ich muss doch sehr bitten, Herr Wanninger. Was anders, Herr Direktor? Der Einbrecher muss sich aber ziemlich gut auskennt haben da auf dem Gelände. Glauben Sie, dass es einer vom Betrieb war? Ja, gewiss war das einer vom... Haben Sie nichts zu tun? Ohne Zweifel war es einer vom Betrieb. Na ja, dann könnte man doch annehmen, dass der Herr Wagner vielleicht erkannt hat. Ich bin sogar überzeugt, dass Sie bereits auf der richtigen Spur sind. Wieso wissen Sie, auf was für einer Spur ich bin? Na, ich denke, nach Barlik wird bereits gefahndet. Ach so. Sie meinen, der war's? Ohne Zweifel. Und ich habe sogar einen Beweis dafür. Es handelt sich um den Schweißbrenner, den der Einbrecher benutzt hat. Dieses Gerät wurde gestern nach Feierabend auf meinen Wunsch in einen anderen Raum umgelagert. Und zwar von Barlik. Nur Barlik konnte daher wissen, wo es steht. Und Sie? Ich weiß nicht, aber da sieht man mal wieder, wie man sich in Gesichtern täuschen kann. Ja, den Barlik, den sehen wir nie wieder. Ich habe immer geglaubt, der Barlik, der wäre ein bisschen blöd im Kopf. Glaubst du, der hätte bei mir wohnen dürfen, wenn ich ihm sowas zugetraut hätte? Niemals. Mahlzeit. Mahlzeit. Wie geht's eigentlich dem Wagner? Gestern Nacht habe ich gehört, wie der Arzt zu dem einen Kriminaler gesagt hat, er glaubt nicht, dass der Wagner noch mal zu sich kommen wird. Ei. Weißt du, warum die in der Klinik keine Auskunft geben? Das ist doch klar, wegen der Presse. Aber leben tut der bestimmt noch. Sonst täten sie es schon sagen. Ja. Schon wegen der Beerdigung, ne? Entschuldigen Sie, Herr Nickel. Kein Mensch kann mir hier sagen, ob der Barlik so eine Armkette dran hat. Vielleicht können Sie sich zufällig erinnern. Da bin ich leider überfragt. Ja, aber du müsstest doch wissen. Na? Das ist der Schulz, bei dem der Barlik gewohnt hat. Guten Tag. Ah, ja, grüß Gott. Na, was meinen Sie zu dem Kettel? Das gehört ihm. Bestimmt, also müssen wir schon sehr täuschen, Herr Inspektor. Woher haben Sie denn das? Ich hab's aber nicht sehr gemütlich hier in eurer Kantine. Der Chef, der spart halt, wo er kann. Herr Schulz, mit Ihnen möchte ich mich ganz gerne ein bisschen unterhalten. Oh, bitte. Dann fahren wir doch lieber zu Ihnen, da ist bestimmt ruhiger. Bei mir ist ja genug Platz und dann ist er eben bei mir geblieben. Was soll man da machen? Ja, warum haben Sie denn nicht rausgeworfen aus Ihrem Tempel? Aber Herr Inspektor, das habe ich einfach nicht übers Herz gebracht. Ich habe mir gedacht, ich helfe Ihnen. Dann wird vielleicht, bitte, doch noch was Ordentliches aus ihm. Der Kerl hat ja noch nie richtig gearbeitet und eine Arbeit braucht der Mensch. Deshalb habe ich ihn auch mit in die Firma reingebracht. Und dann diese Enttäuschung. Wollen wir nicht reingehen? Einen netten Garten haben Sie da. Sowas habe ich mir schon immer gewünscht. Na ja, man muss ihn halt in Ordnung halten. Und der Plattenweg? Machen Sie das alles selber? Arbeit macht so ein Garten schon. Sagen Sie mal, Sie wissen nicht zufällig, warum sich der Direktor ausgerechnet den Barlik ausgesucht hat, um nach Feierabend noch den Schweißbrenner umzulagern. Nein, keine Ahnung. Der wird ihm halt zufällig über den Weg gelaufen werden. Mhm. Und Sie haben dem Barlik gar nichts angemerkt, dass er irgendwas vorhat? Na, nichts. Überhaupt nichts. Ja. Heute Nacht, da ist er, es war so gegen 10, da ist er plötzlich aufgestanden. Ich habe schon geschlafen. Ich habe ihn gefragt, was er denn jetzt noch vorhat. Aber er sagt bloß, er hat noch eine Verabredung und ist dann abgezottelt. Und mich hat ja fast der Schlag getroffen, als ich heute in der Firma gehört habe. Was haben Sie denn gehört in der Firma? Ja, das mit dem Einbruch. Und da habe ich sofort an den Barlik denken müssen, weil der doch die ganze Nacht nicht zu Hause war. Und dann das mit der Pistole, ne? Der hat doch immer eine Pistole mit sich rumgeschleppt. Das muss ja ein arger Schlag für Sie gewesen sein. Wieso? Na ja, Sie haben ihm doch helfen wollen, oder? Ach so, ja. Ja, natürlich. Ja, das wär's dann. Sie wollen schon gehen? Ja, ich muss noch auf die Bank. Geld umwechseln. Ja, wollen Sie nicht noch reinschauen? Ich glaube, ich habe schon genug gesehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Herr Doktor, wann glauben Sie, dass der Herr Wagner wieder vernehmungsfähig ist? Ja, da kann ich Ihnen leider nichts sagen. Er ist ja seit seiner Einlieferung bewusstlos. Hat sich schon jemand nach ihm erkundigt? Ja, einige Arbeitskollegen, verschiedene Journalisten übrigens hier, ist die Liste. Angehörige scheint ja Herr Wagner nicht zu haben. Da ist er her, der Herr Direktor Großkurt persönlich. Herr Doktor. Wo?
Der Herr Wanninger hätte noch eine große Bitte an Sie. Ja? Ob Sie nicht ein zweites Zimmer für Herrn Wagner bereithalten könnten, heute auf die Nacht, dass man nötigenfalls verlegen könnte. Gab es einen besonderen Grund dafür? Vielleicht. Das ist ja eigentlich immer noch der Fall, wäre geklärt, wenn man den Barlik findet. Hundertprozentig, Herr Direktor. Aber was mir richtiges Kopfzerbrechen macht, wenn man andauernd Mark in Lire und Lire in Mark umwechseln muss, vertut man sich dann nicht sehr leicht. Sieh mir, lieber Wanninger, ich muss schon bitten, dass Sie mich auf dem Laufenden halten, gell? Einen Moment, Herr Direktor. Ja, Wanninger, was Sie nicht sagen. Herzlichen Glückwunsch, Herr Steiner, das ist es auch. Nein, nein, warten Sie ein bisschen, ich komme sofort. Na, was ist? Eine erfreuliche Nachricht? Das kann man wohl sagen. Den Barlik haben Sie gefunden. Was? In München. Was, der ist nicht geflüchtet? Nein. Aber da stimmt doch was nicht, Wanninger. Nach einem Raubüberfall mit 120.000 Mark in der Tasche, hoffentlich erleben Sie da keine unangenehme Überraschung mit Ihrer Hypothese. Also ein reiner Zufall, Herr Inspektor. Wir wollten gerade die erste Ladung runterlassen. Dann habe ich meine Leute noch mal angehalten und habe mein Senklot noch mal reingehängt ins Loch. Vorsichtshalber. Ich habe ja gestern schon die genauen Maße abgenommen. Was soll ich Ihnen sagen? Es fehlen 80 Zentimeter. Wo ich doch darauf schwören hätte können, dass es gestern noch genau 7 Meter waren. So wie es im Plan steht. Ja, ja, ist gut, dass Sie noch mal nachgemessen haben. Vielen Dank. Also nicht der Rede wert, Herr Inspektor. Ja. Aber das muss ich schon sagen. Das sind schöne Geschichten, einer meiner Menschen ins Fundament einzuschmuggeln. Ja, ja, ist schon gut, schon gut. Grüß Gott, Herr Wanninger. Grüß Gott, Herr Steiner. Da ist er also drin gewesen. Ja. Mei, Herr Steiner, da hätte man aber lang nach dem Barlik suchen können, wenn die erst einmal das Loch zugeschüttet und dann ein Hochhaus drauf gebaut hätten. Nicht, dass Sie glauben, Herr Wanninger, ich hätte mich in Ihren Fall einmischen wollen, aber ja, als ich in dieser Sache angerufen wurde, ja, konnte ich natürlich nicht wissen. Also Sie konnten natürlich nicht wissen, dass es sich um den Barlik handelt. Eben, und deshalb werden Sie auch Verständnis dafür haben, dass ich die Lohntüte und die Pistole, die wir ebenfalls bei Ihnen gefunden haben, sofort ins Labor zur Untersuchung geschickt habe. Ist schon gut, Herr Steiner. Schaut nichts. Ja, eben. Herr Inspektor? Ja? Schaust du bitte mal her? Ja, Entschuldigung. Schauen Sie gerade da unten raus. Frösel! Ja? Dann schau her. Na, was hab ich gesagt? So ein Kettel verliert man nicht so leicht. Genau dasselbe. Na, und was hast du über den Direktor Großkurt erfahren? Ach ja, richtig. Einen alten Onkel hat er schon in Sonthofen, aber die hat ihn seit 2 Jahren schon nicht mehr gesehen. Und seine Finanzen? Schwer verschuldet ist er. Schwierigkeiten scheint er aber keine zu haben. Ist das alles? Mhm. Pass auf, kommst um 6 zu mir. Aber mach kein Rendezvous aus. Es gibt eine lange Nacht. Na, wie ist es, Herr Wanninger? Glauben Sie immer noch, dass der Barlik der Täter war? Habe ich das je behauptet? Ich habe gesagt, wenn man den Barlik findet, dann ist der Fall geklärt. Und so traurig es klingt, Herr Steiner, der tote Barlik passt ganz gut in mein Konzept. Was die heutzutage für Techniken haben bei der Polizei und erst bei Interpol. Doch wenn so ein Rau über die Grenze kommt, ist er noch lange nicht sicher, wenn man weiß, wer es war. Gut, ich riskiere auch einen Schnaps, was ich nicht finde. Ja, da mach ich mit. Auf einen Schnaps, dass die den Barlik finden. Da mach her mit. Ja, grüß Gott, Herr Inspektor. Grüß Gott. Weiß man was Neues? Ich setz dagegen. Wirklich, Herr Schulz? Ja. 4 Zwetschgenwasser auf seine Rechnung. Wieso? Wir haben ihn nämlich schon. Herr Inspektor, einer meiner ältesten Angestellten liegt schwer verletzt im Krankenhaus. Und ich erfahre um keinen Preis, wie es ihm geht. Also, ich verstehe gar nicht, was die in der Klinik für Geschichten machen. Der Herr Wagner ist heute Vormittag operiert worden. Und jetzt geht es ihm wahrscheinlich schon besser. Vielleicht können Sie ihn morgen schon besuchen. Auf Zimmer 112. Sind Sie jetzt zufrieden, Herr Direktor? Ja, hat der Barlik gestanden? Nein. Der ist nämlich leider tot. Ach, dann schaltet er mal aus. Und was gedenken Sie jetzt zu unternehmen? Gar nichts vor der Hand. Na, erlauben Sie mal, Herr Inspektor. Ja, was soll ich denn unternehmen? Nachdem man weiß, dass es nur ein Betriebsangehöriger sein kann, würde ich die Alibis der gesamten Belegschaft überprüfen. Schauen Sie, von denen, die ich im Verdacht habe, kommt keiner über die Grenze. Und zu was sollen wir dann strapazieren? Wenn der Herr Wagner morgen früh wieder bei vollem Bewusstsein ist, dann sagt er mir sowieso, wer es war. Ich sitze hier rum und kann nichts tun. Wir haben die Tatwaffe gefunden. Herr Wanninger interessiert sich nicht dafür. Genauso wenig wie für das Ergebnis der Spurensicherung. Wieso? Ist was dabei herausgekommen? Leider nein. Durch die Arbeiter waren alle Spuren verwischt. Na, sehen Sie.
Der Wanninger hat mir versprochen, dass er noch vor seiner Abreise den Täter stellt. Bis jetzt hat er sein Wort immer gehalten. Ich sehe vorläufig keinen Grund zur Aufregung. Naja, ein bisschen Fantasie muss man schon haben und ein paar Augen im Kopf. Das genügt dann meistens. Gut, dann bin ich halt blind. Aber seit wir den Balli gefunden haben, weiß ich gar nichts mehr. Komm, Fröschl, enttäusch mich nicht. Kombinier doch ein bisschen. Das hast du doch bei mir gelernt, oder? Das tue ich doch die ganze Zeit. Ich denke mir halt, dass der Balik den Einbruch gemacht hat und dann ist er von einem anderen ausgeräubert worden. Schon falsch. Der Balik wird sich ausgerechnet ein zweites Almkettel angeschafft haben, nur um es am Tatort zu verlieren, damit man bestimmt weiß, wer es war. Ja eben, das passt doch alles nicht zusammen. Das ist doch ganz einfach. Da hat irgendjemand eine Spur gelegt. Na, und wo führt die Spur hin? Zu Balik. Und der Balik ist verschwunden. Das heißt, er wäre verschwunden gewesen. Wenn es klappt hätte. Na, und warum ist er spurlos verschwunden? Damit jeder meint, er war's. Na, also. Bloß, dass der Balik wahrscheinlich mit der ganzen Sache überhaupt nichts zu tun hat. Außer, dass ihn irgendjemand unter dem Vorwand auf die Baustelle gelockt und dann in die Fundamentkrümmung geschmissen hat. Ja, zimperlich war der Täter nicht. Das kann man nicht behaupten. Eben. Wanninger. Ah, Schwester. Karin, ja. Ja, läuft alles wie geplant. Aha, dankeschön. Auf Zimmer 112. Jawohl, danke. Wir kommen gleich. Nimm ihm die Masken ab. Ah, da schau her, der Herr Schulz, der Menschenfreund. Wollten Sie den Herrn Wagner umbringen? Da sind Sie ein bisschen spät gekommen. Wieso? Der ist schon tot, seit heute Mittag. Aber Sie haben doch selber gesagt, es ging ihm wieder besser. Ja, ja, das ist wieder mal Beweis, wie man mit einer kleinen Lüge manchmal die Wahrheit rausbringt. Gehen wir. Alles recht und gut, aber was hätte er gemacht, wenn der Schulz so klug gewesen wäre, nicht anzubeißen? Dann hätte er sicher schon irgendeinen Indizienbeweis parat gehabt. Aber dabei belässt es halt nicht gern, der Wanninger. Ja, bitte. Ach, morgen, meine Herren. Morgen. So, das sind die Unterlagen. Ja. Und das ist das Geständnis. Aha. Hier ist das, ich versäume mir noch meinen Bus. Wo er das Geld versteckt hat, steht vermutlich nicht im Protokoll. Nein, die 120.000, die will er sich aufsparen. Für den Fall, dass er wieder einmal rauskommt aus dem Gefängnis. Schicken Sie einen Herr Inspektor, der Koffer ist schon verladen. Was? Ja, dann wird es allmählich ernst. Also, noch jemand, der Bus wartet. Wiederschauen, Herr Direktor. Wiederschauen. Wiederschauen, Herr Steiner. Nun sagen Sie schon, wo der Schulz das Geld versteckt hat. Das Geld? Ja, richtig. Wissen Sie, der Schulz, der hat es mit dem Einbetonieren. Und in seinem Garten, da hat er einen neuen Weg gemacht. Also, wenn Sie mit Ihrer Methode zu keinem Ergebnis kommen, lass uns doch dort einmal aufreißen. Ich wäre selber gespannt, was dabei rauskommt. Herr Wanninger. Ob ich doch lieber erst im nächsten Jahr nach Italien fahre. Ja, nix da. Denken Sie an Ihren Koffer. Gehen Sie mit Gott, aber gehen Sie. So eine Reise tut Ihnen doch auch einmal gut. Ja, wenn Sie meinen, Herr Direktor. Ja, ich meine. Na, dann gehe ich halt. Aber ich muss Ihnen sagen, obwohl mir die Sache noch nicht ganz geheuer ist mit dem sonnigen Süden. Wiederschauen. In München, da kennen die mich heute halt aus. Mach ich aus.